Die haben schon alle eine gute Technik, muss man sagen. Da kommt der Ball immer genau dahin, wo sie ihn auch hinhaben wollen. Aber ich will nicht so hinbekommen. Nee, ich auch nicht. Ich hatte eher immer so einen Zementklotz im Schuh. Ich bin Tim Latka, 19 Jahre alt und ich bin Profi-FIFA-Spieler für Schalke 04. Dann ist das Bild besser. So. Okay, komm, mach mein Name ist Lukas Schmand und in der Szene kennt man mich unter dem Nickname Ideals. Ich wollte früher auch mal spielen bei Schalke, aber ich war halt dann irgendwann nicht mehr so gut. Und dann habe ich mich einfach nebenbei gerne noch auf FIFA konzentriert. Und es hat sich auch eigentlich ziemlich gelohnt, muss ich sagen. Bei mir war es so, wir haben immer nur in Freundeskreisen gespielt. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich immer relativ hoch gegen meine Kumpels gewonnen habe. Und so kam ich hier auf die Schiene und das war erst vor 2 Jahren. Wir gehen jetzt runter auf den Rasen und dann sind wir auch schon da. Der ist einfach so geil, dieser Spielertunnel, ne? Der E-Sport wächst immer weiter und wenn die größten Events des Jahres sind, dann hat man da mehrere 10.000 Zuschauer. Natürlich ist jetzt das Ziel, auf die 100.000 zu gehen, vielleicht irgendwann mal Millionen von Zuschauern, wie es halt schon bei League of Legends zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft der Fall ist. We're moving on to the groups here at Worlds 2017. Und das ist natürlich auch unser Ziel in FIFA, so viele Leute wie möglich damit zu begeistern und den E-Sport gerade im Bereich FIFA so voranzubringen. Amen! Was hab ich dir gesagt? Was hab ich dir gesagt? Du musst nur auf die Couch. Der E-Sport ist einer der wichtigsten und größten Entertainment-Bereiche und hier ist viel mehr Potenzial als in den klassischen anderen Sportarten neben dem Fußball und wir wollen da einer der Big Player sein. Wir nehmen die Spieler unter Vertrag, von dem wir überzeugt sind, dass sie sportlich erfolgreich sein können. Sportverträge, Prämien, all das Klimborium, was wir aus dem klassischen Sport kennen. Wir haben vor 15 Monaten haben wir den besten Spieler aus dem Ruhrgebiet gesucht. Tim hat sich durchgesetzt und inzwischen gehört Tim zu den besten Spielern der Welt. Wir sind sehr, sehr glücklich. Ja. Das ist ungelogen der Wahnsinn. Ich werde dich jetzt gleich auseinandernehmen im Fitnessraum. Aber wir sind jetzt gerade bei Medicus auf Schalke. Das ist so ein Trainingszentrum, wo auch die Profis trainieren. Und können wir halt an unserer Fitness arbeiten. Uns unterscheidet ja jetzt so viel jetzt nicht von einem Schachspieler oder so, weil ja, da geht es jetzt auch nicht darum, dass man einen Marathon läuft, sondern halt um die Konzentration zum Beispiel. Und das ist ja bei uns ähnlich. Was machst du denn? Ja. Du machst das in einem Tempo, Alter. In der Vergangenheit wurde ja auch immer so gesagt, dass die E-Sportler oder die Zocker, sage ich mal, Leute sind, die nur vom Computer sitzen und gar nicht aus dem Haus kommen. Aber jetzt sieht man halt natürlich, dass das eine wichtige Rolle spielt. Und das können halt dann nochmal die letzten paar Prozent ausmachen, gerade wenn man dann Finale spielt oder so. Das wird halt jetzt nach und nach kommen und wir sind halt da so ein bisschen Vorreiter. Alles gut, bei dir? Immer, bei dir? Ja, super, ja. Hi. Hi. Super, aber, ja? Alles gut. Gut, also es ist schon ziemlich cool, wenn man dann so den Gerald sieht. Es war halt einer meiner größten Idole damals und es ist halt jemand, den ich jetzt hier so treffe und der mich kennt. Aber wir sind jetzt hier gerade bei dem Training von der U23, also jetzt hier auf dem Schalke-Gelände. Man kann da halt auch schon sehr, sehr viel jetzt auch übertragen, in FIFA 18. Und das hilft auf jeden Fall immer, wenn man da einfach mal so ein bisschen zuguckt. Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall vorteilhaft ist, wenn man selbst schon mal im Fußball aktiv war. Dieses fußballerische Verständnis sollte auf jeden Fall da sein für verschiedene Räume, für Pässe in die Schnittstelle oder auch andere Elemente natürlich im Spiel. Gerade auf dem hohen Niveau kann das halt auch spielentscheidend sein. Wir haben am Wochenende ein Turnier, was wir immer spielen müssen, das sind 40 Spiele. Da qualifiziert man sich für viele große Events, deshalb ist das für uns sehr wichtig. Da investiert man schon so ungefähr 25 Stunden in der Woche. Dazu kommen dann natürlich noch Sachen wie YouTube oder Social Media, die natürlich auch nochmal Zeit beanspruchen. Ja, wir sind jetzt hier in unserem persönlichen Trainingszentrum angekommen, in den Spielerwohnungen. Und hier ja, bereiten wir uns immer auf Turniere vor. Da ist es so, dass ja, Lukas eigentlich auf der PlayStation spielt und nicht auf der Xbox, als wir halt dann da auf beiden Plattformen vertreten sind. Und jetzt zocken wir eine Runde FIFA. Das ist so langweilig, gegen dich zu spielen, ne? Ganz ehrlich. Weißt du jetzt, warum du hast ich gegen immer 81% Ballbesitz hatte? Ja, du hast auch immer 0 Torschüsse, weil du einfach immer nur den Ball hinten rumpasst. Was für Ball hinten rum? Spiel doch mal den Ball nach vorne jetzt, du regst mich schon wieder auf. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, wie wir unsere Trainings angehen. Ich mache es zum Beispiel immer so,
dass ich gucke, was ich dann für typische Fehler mache und versuche, die dann immer abzustellen. Aber ich habe jetzt keinen festen Trainingsplan, dass ich sage, Montag trainiere ich Schießen, Dienstag trainiere ich Passen oder sowas. Sondern ich mache das immer so ein bisschen spielabhängig. Ja, was ganz, ganz wichtig ist, sich halt dann mit den anderen E-Sportern austauschen, weil die wissen halt, okay, das ist vielleicht gut oder ich habe mal die Formation hart probiert. Bei FIFA 17 war es bei mir so, mehr oder weniger durch die letzte Saison tatsächlich von Pep Guardiola und dem FC Bayern München, kam ich dann auf die Formation in dem 4-1-4-1 System und war sehr, sehr erfolgreich damit. Für mich ist eigentlich das Geilste, dass man halt auch noch mit den Spielern spielen kann, die halt nicht mehr aktiv spielen. Und das macht halt extrem viel Spaß, wenn man dann halt Messi neben Pelé im Sturm hat. Das hat einfach was. Also ich habe jetzt für die Karriere mein Studium aufgegeben. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt noch 10 Jahre halt das machen kann, also aktiv spielen. Aber ich mache mir da jetzt auch irgendwie keine Sorgen, dass ich jetzt in 10 Jahren irgendwie halt nichts mehr habe. Das wird nicht passieren. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren halt so eine E-Sport-Bundesliga haben. Das heißt, dass fast alle Fußballvereine dann auch halt seinen eigenen FIFA-Spieler haben und dass wir dann vielleicht auch irgendwie vor dem richtigen Bundesligaspiel dann das Spiel vorspielen oder so. Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Mach es! Buffon! Ja! 3-2, wir sind noch im Spiel, wir sind noch im Spiel.